Was ist das? Was ist das? Medizin? Oh, Medizin ist immer gut. Ja, komm, komm raus hier. Ey, das ist eine deutsche Uniform. Ich habe das nicht von Deutschen geklaut. Der letzte Kontrollposten in Kabul. Hier endet die Sicherheitszone der internationalen Friedenstruppe ISAF. Schmugglern fällt es nicht schwer, sich Uniformen der ausländischen Truppen zu besorgen. Die Angst vor Überfällen durch Banditen oder den Taliban beherrscht den Alltag in Afghanistan. Hinter den Felsen beginnt einer der ältesten Handelswege der Welt und heute einer der gefährlichsten. Weiterzufahren ist eigentlich strikt verboten und lebensgefährlich, vor allem für Ausländer. Zwischen Kabul und dem berühmten Khyber-Pass führt direkt in das paschtunische Stammesgebiet, die Hochburg der Taliban. Zahllose Kriege haben hier stattgefunden und haben Landschaft und Menschen gezeichnet. Die Werte der Moderne sind nie bis hier vorgedrungen. Für mich ist das eine Reise in die Vergangenheit. Ich bin Paschtune. Hier in diesem Gebiet liegen meine Wurzeln. Fast 30 Jahre lebe ich in Europa. Und ich merke, mein Land und ich sind uns fremd geworden. Vor uns liegen rund 450 Kilometer. Zunächst Straße, dann Sand- und Schotterpiste. Dorthin haben sich die meisten Taliban zurückgezogen. Dort liegen auch ihre Stützpunkte. Wir möchten erfahren, ob die Taliban noch immer Rückhalt bei den Paschtunen haben und was heute ihre Ziele sind. Die Taliban haben Großartiges geleistet. Sie haben zum Beispiel für Sicherheit gesorgt und der Unterdrückung und Knechtschaft der Menschen ein Ende bereitet. Die Leute, die behaupten, die Taliban hätten Sicherheit gebracht und deswegen hätten sie unterstützt, sollten ihre Worte zurücknehmen. In der Taliban-Zeit herrschte Unsicherheit. Sie klauten sogar Autos. Die Zeit der Taliban war das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Denn die Menschen hatten keinerlei Freiheit, um irgendetwas selbst zu bestimmen oder zu entscheiden. Während des Taliban-Regimes wurden diejenigen, die Gutes taten, belohnt und jene, die andere Menschen quälten, wurden bestraft. Gibt es jetzt etwa keinen Islam mehr in Afghanistan? Ich habe 300 Schüler, die hier den Koran und die Überlieferungen des Propheten gelernt haben. Sind sie etwa keine Moslems? Im Orient gibt es viele Traditionen, die nicht islamischen Ursprungs sind, die aber dennoch zu unserer Kultur gehören. Jedem steht es frei, ob er eine Hose oder eine Pluderhose anzieht oder sich mit einer Burka verschleiert. Manche Burka sind nur bis hier auf, manche bis hier und eine andere verschleiert sich ganz. Das hängt bei jedem Volk von seiner jeweiligen Kultur ab. Hinter der Entstehung der Taliban standen bestimmte Leute mit bestimmten Zielen. Wir können auch nicht sagen, dass nur ein bestimmtes Land dafür verantwortlich ist. Sie wissen doch, die richtigen Taliban waren eigentlich keine Afghanen, sondern kamen aus dem Punjab in Pakistan. 90% der Bevölkerung haben die Taliban unterstützt. Dann haben die Vereinigten Staaten beschlossen, Krieg gegen die Taliban zu führen und sie zu vertreiben. Die Taliban haben sich in die paschtunischen Stammesgebiete zurückgezogen und den Krieg wieder begonnen. Der Weg zu dem Stammland der Taliban ist ein Weg in eine Steinzeit. Wer sich außerhalb der Hauptstraße begibt, riskiert sein Leben. Denn rechts und links der Straße sind immer noch viele Minen vergraben.
Das Weiße Kreuz auf rotem Grund kennzeichnet die von Minen gesäuberten Stellen am Straßenrand. Es ist über 40 Grad im Schatten. Die bastunischen Fahrer, fast die einzigen, die sich hierher trauen, führen ein hartes Leben. Wer nicht mehrere Ersatzreifen an Bord hat, bleibt auf der Strecke. Während der Herrschaft der Taliban musste ein Fahrer fünfmal am Tag zur Gebetszeit anhalten. Wer sich nicht daran hielt, wurde verdammt und bis zur Bewusstlosigkeit ausgepeitscht. Heute beten die Fahrer freiwillig. Ein Moslem darf nicht beten, wenn er unrein ist. Deshalb ist die Reinigung vor dem Gebet fester Bestandteil der Lebensweise eines Gläubigen. Die reine Lehre verlangt eigentlich, dass zunächst die Genitalien, dann Hände, Füße und das Gesicht gewaschen werden. Dabei sollte man sich Suren des Koran in Erinnerung rufen. Doch der Islam war auch immer pragmatisch. Wenn die Umstände es nicht erlauben, muss das Ritual der Waschung nicht wörtlich genommen werden. Beten muss nicht zwangsläufig in der Moschee stattfinden. Normalerweise ist es jedem Moslem selbst überlassen, ob er betet oder nicht. Versäumt er das Gebet, wird er zwar kritisiert, aber nicht bestraft. Während der Herrschaft der Taliban war die Ausübung der islamischen Vorschriften allein ihrer Willkür unterworfen. Sie seien sich quasi als Vertreter Gottes auf Erden. Eine Vorstellung, die dem Islam völlig fremd ist. Gott hat keine Vertreter. Das Pashtunengebiet im Süden, an der Grenze zum indischen Subkontinent, ist besonders trocken. Immer wieder gibt es Wasser, aber wenig Grün. Denn den einfachen Leuten fehlen die technischen Möglichkeiten, das Land zu bewässern. Kargheit und Schroffheit bestimmen die Landschaften Afghanistans. Nur Steine und Felsen scheinen hier gut zu wachsen. Ich beobachte ständig die Bergkämme. Sollten Terroristen oder pashtunische Krieger uns angreifen, sitzen wir in der Falle. Wer sich dem irdischen Leben hingibt und seiner Pracht, dem werden wir seine Werke lohnen, wie es sich gebührt. Für sie gibt es im Jenseits nichts als das Feuer, und dort werden sie ewig brennen und erkennen, dass all ihr Tun eitel gewesen ist. So heißt es in der 11. Sure des Koran. Für die Islamisten sind alle Menschen, die nicht dem Islam folgen, Ungläubige. Als Ungläubige gelten für sie aber auch jene Moslems, die Freude am Leben empfinden, am Diesseits. Der Krieg gegen Ungläubige ist aber ein heiliger Krieg. Wer einen Ungläubigen tötet, kommt auch ins Paradies. Die pashtunischen Multimillionäre, die hunderte LKW besitzen und im Namen Allahs Millionen für den Heiligen Krieg spenden, tun ihrerseits nichts dafür, die Straßen und Infrastrukturen zu verbessern. Im Kampf gegen die pashtunischen Guerillakrieger Ende des letzten Jahrhunderts hatten die Russen ebenso wenig Erfolg wie die Briten im Jahrhundert davor. Schließlich hatten die Menschen den Krieg um die Mudschahedin satt. Die islamistischen Parteien und die verschiedenen Stämme scheiterten am Frieden. Es war das Scheitern des politischen Islam, das die Machtergreifung durch die Taliban ermöglichte. Kabul galt für die Mudschahedin schon vor der Machtübernahme der Taliban als das sündige Herz Afghanistans. Doch die Machtkämpfe zwischen den Warlords und die Hauptstadt zerfleischte die afghanische Gesellschaft. Hunderttausende Raketen wurden auf Kabul gefeuert.
Hauptangriffsziele waren Kinos und Theater. Was an kulturellen Einrichtungen übrig geblieben war, wurde von den Taliban geschlossen. Damals, in den 70er Jahren, konnte ich als Student in diesem ehemaligen Kinocafé noch mit meiner Freundin Händchen halten. Heute laufen in den Kinos von Kabul wieder westliche und indische Filme. Doch die islamistischen Parteien, die eigentlich politisch mit den westlichen Mächten zusammenarbeiten, verurteilen die neue Freiheit erneut als unislamisch und Sünde. Die Talibanisierung Afghanistans war nur möglich, weil alle islamistischen Parteien erbitterte Kampagnen gegen die sogenannte westliche Lebensweise geführt haben. Auch wer heute in Afghanistan ein Stück weit ein modernes Leben führen will, muss immer noch oder wieder mit Beschimpfungen und Terror seitens dieser Gruppen rechnen. Dennoch, an jeder Straßenecke wird wieder Alkohol angeboten. Und Menschen aus ganz Afghanistan pilgern, so wie früher, nach Kabul, um am modernen Leben teilzuhaben. Ehemalige Mujahedin sitzen in den Cafés und sinnieren über die allgegenwärtigen Filme aus den Traumfabriken Hollywood und Bollywood. Doch das heute mehr oder weniger freie Leben in Kabul empfinden viele als Provokation. Hat man dafür so lange Krieg geführt? Immer mehr islamistische Politiker in der Regierung Karzai machen sich Ansichten der Taliban zu eigen. Karzai stützt sich deshalb zunehmend auf ehemalige kommunistische Generäle und nimmt sie in sein Kabinett auf. Steine, Staub und Gefahren begleiten uns auf Schritt und Tritt. Ein Al-Qaida-Lager soll in der Nähe sein. Unsicherheit, Beklommenheit, Angst lassen uns auf der Strecke nie los. Autowracks und Fahrzeuge mit Pannen säumen die Straßenränder. In der Ferne hört man Explosionen. So ist das schon fast 30 Jahre lang. Und dennoch gab es ja immer Öltransporte. Krieg ist eben ohne Öl fast unmöglich. Talib, Koranschüler, kann man werden, sobald man sprechen kann. Mit 4 oder 5 Jahren beginnen die meisten Jungen täglich in der Moschee die Suren des Koran auswendig zu lernen und zu rezitieren. Auf Arabisch. Was sie da vor sich her sagen, verstehen sie nicht. Sie sind der Interpretation des jeweiligen Mullahs ausgeliefert. Mit 12 Jahren bekommt jeder Talib einen Turban von einem islamischen Gelehrten, dem Maulawi. Eine Art Reifezeugnis, um sich Talib nennen zu dürfen. Während des Krieges dienten die Moscheen als Waisenhäuser. Das heißt, die meisten Taliban wachsen auf, leben und sterben in einer Männerwelt. Da der Koran als direkte Offenbarung der Worte Gottes gilt, darf er nicht übersetzt werden. Da Gott sich auf Arabisch geäußert habe, berge jede Übersetzung die Gefahr der Verfälschung in sich. Aber die Mullahs in diesen Moscheen lehren sowieso, dass man Gott nicht zu verstehen braucht, sondern dass man sich ihm unterwerfen muss. Der Talib lernt heute nach wie vor, dass der Islam die einzig wahre Religion und die westliche Lebensweise gegen den Islam gerichtet sei. Ein schönes Leben sei aber nur im Paradies möglich, nicht auf Erden. Wir sind kurz vor dem Khyber-Pass, an der Grenze zwischen Pakistan und dem Stammesgebiet der Pashtunen. Auf diesem Weg haben die Briten beim Abzug aus Afghanistan Ende des 19. Jahrhunderts 20.000 Mann verloren. Noch 200 Kilometer. Hey.
Die von der britischen Kolonialmacht vor über 100 Jahren gezogene Grenze zwischen dem indischen Subkontinent und Afghanistan wurde von keiner afghanischen Regierung je anerkannt. Deswegen war die pakistanische Regierung immer bemüht, mitzubestimmen, wer in Kabul die Macht hat. So geschah es auch mit den Taliban. Erst mit Unterstützung des pakistanischen Geheimdienstes wurden sie zur schlagkräftigen politischen Bewegung. Während ihrer Herrschaft gab es keine Grenzkontrollen. Diesseits und jenseits der Grenze leben Pashtunen, die den gleichen Clans angehören. Die Grenze zum Stammesgebiet verläuft quasi mitten durch die Stadt Peshawar in Pakistan. Achtung, das Überqueren dieser Linie ist Ausländern verboten. Hinter dieser Grenze leben etwa 10 Millionen Pashtunen auf offiziell pakistanischem Staatsgebiet. In Afghanistan sind es noch einmal so viele. Die Amerikaner haben die Afghanen nicht gefragt. Sie eroberten einfach das Land. Die Iraker wurden nicht gefragt. Die Amerikaner eroberten einfach. Die Israelis fragen auch nicht. Sie erobern einfach. Den Amerikanern geht es nicht um die Meinung des Volkes. Wenn es ihnen darum ginge, könnten sie eine Volksumfrage machen. Dann hätten sie gewusst, was das Volk will. Diejenigen, die uns unter dem Schleier der Hilfe Prostitution bringen, die soll Allah zum Teufel schicken. Darüber habe ich auch beim Freitagsgebet gesprochen. Das gottverdammte Indien. Das Land hat uns als Hilfe im Wert von mehreren Millionen Trommeln und sowas geschickt. Ich meine wirklich Trommeln. Musik, Musikfilme, Sexfilme und so weiter. Der Westen hat unmoralische und unanständige Gesetze. Bei ihnen dürfen Männer andere Männer heiraten. Dort lassen die Regierungen solche Gesetze verabschieden. So etwas erlaubt der Islam nicht. Wenn der Islam sagt, du sollst nicht Alkohol trinken, dann will er damit auch sagen, welchen Schaden der Alkohol anrichtet. Wenn jemand doch Alkohol trinkt, sieht der Islam nicht vor, die Menschen einfach auszupeitschen, wie die Taliban es getan haben. Eine Frau wurde in Begleitung ihres Mannes auf der Straße von Taliban geschlagen. Die Taliban haben die Frau gefragt, mit wem sind Sie unterwegs? Sie antwortete, mit meinem Mann. Dann fragten sie den Mann, ist diese Frau mit Ihnen unterwegs? Der Mann sagte, nein, ich bin nicht Ihr Mann. Da sagte der Talib, diese Frau behauptet aber, dass Sie Ihr Mann sind. Da sagte er, wenn ich Ihr Mann wäre, dann hätte ich Ihnen nicht erlaubt, meine Frau zu schlagen. Wenn meine Frau geschlagen wird, dann nur von mir. Unsere Nation ist von den Entwicklungen in der Welt weit entfernt. Obwohl ich ein gebildeter Mullah bin, kann ich nicht die Karte meines Handys einsetzen. So weit sind wir zurückgeblieben. Wenn ich so weit zurückgeblieben bin, dass ich die Karte nicht austauschen kann, kann ich dann etwa mit Computern umgehen? Niemals im Leben. Hinter diesen Bergen ist das Niemandsland zwischen Pakistan und Afghanistan. Im Stammesgebiet der Pashtunen haben weder Kabul noch Islamabad etwas zu sagen. Die Abwehr ausländischer Invasionen seit Jahrtausenden hat bei den Pashtunen eine ureigene Mentalität hervorgebracht. Wehrhaftigkeit, Stolz, Blutrache. Daneben aber auch das Gesetz der Gastfreundschaft. Dass man eine pashtunische Frau bei der alltäglichen Arbeit filmen darf, ist nur bei den Nomaden möglich, weil sie uns als Gäste aufgenommen haben. Bei sesshaften Pashtunen würde man die Frauen nicht sehen, geschweige denn die Erlaubnis bekommen, sie zu filmen. Diese Nomaden gehören zum Clan der Kutschis,
der größte Clan der Pashtunen. Vor dem Taliban-Regime konnten die Nomaden mit ihren Tieren von Weide zu Weide durch ganz Afghanistan ziehen und ihre Produkte überall verkaufen. Heute trauen sie sich nicht mehr, nach Norden zu ziehen. Die Kutschis haben seit jeher weitgehend bestimmt, wer in Kabul regiert. Doch ist kein Kutschi selbst Staatsoberhaupt geworden. Mullah Omar, der Führer der Taliban, war der einzige Kutschi, der 6 Jahre lang Afghanistan beherrschte. Deshalb sind die Pashtunen und insbesondere die Kutschis bei den anderen afghanischen Völkern unbeliebt. Sie gelten durchweg als Anhänger der Taliban. Für die Kutschis ist das ein Missverständnis. Gastfreundlichkeit ist unter allen Pashtunen einer der höchsten Werte. Selbst wenn man ein Mitglied einer Familie umgebracht hat, ist man, wenn man deren Gast ist, bei dieser Familie am besten geschützt. Die Gastfreundschaft war auch ein wichtiger Grund für die Taliban, Bin Laden nicht auszuliefern. Ein Pashtune fühlt sich mehr dem archaischen Ehrenkodex Pashtunwali verbunden als staatlichen Gesetzen oder selbst dem Islam. Wir Kutschi sind Analphabeten. Wir haben nicht studiert und haben auch keinen gebildeten Anführer. Wenn wir einen solchen Mann hätten, dann könnte er in der Regierung für unseren Stamm etwas tun. Aber solche Personen gibt es bei uns nicht. Wenn ein 15- oder 20-jähriger Kutschi nach Kabul geht, findet er sich dort nicht zurecht. Während ein 10-Jähriger, der lesen und schreiben kann, keine Probleme hat, weil er die Schilder lesen kann. Aber unsere Jugendlichen trauen sich nicht mal in die Vororte von Kabul zu gehen. Wir waren Nomaden, als König Zaire regierte. Wir waren Nomaden, als Daud regierte. Und auch während der Najibullah-Zeit waren wir Nomaden. Wir waren stets parteilos und deswegen hat uns niemand geholfen. Wir haben weder Land noch Geld von irgendjemand erhalten. Wir haben auch keinen Militärdienst geleistet. Es ist alles falsch, was über die Kutschi während der Taliban-Zeit gesagt wird. Wir sind arme Leute und wenn jemand kommt und uns zu etwas zwingt, dann tun wir es. So haben uns die Taliban ausgepeitscht und uns eingesetzt, um Minen zu entfernen. Sie haben die Hirten ausgepeitscht und ihnen gesagt, sie sollen ihre Tiere auf die Minenfelder loslassen. Und während wir dann unsere Tiere auf die Minenfelder geschickt haben, sind die Taliban ganz weit weggegangen. Wir haben dann immer 2, 3 Schafe verloren. Nachdem die Schafe einige Tage auf dem Feld waren, sind die Taliban wiedergekommen und haben das Land erobert. Die Kinder der Kutschis sind trotz aller Traditionen im 21. Jahrhundert angekommen. Und selbst Ältere holen Versäumnisse auf und spielen zusammen mit den kleinen Gameboy. Dies gilt nur für die Jungs. Die Mädchen der Nomaden dürfen diese moderne Männerwelt einmal mehr nur aus der Ferne beobachten. Kabul ist für die Männer mittlerweile sogar dem Paradies etwas näher gekommen. Die Filme aus Hollywood und Bollywood vermitteln den einfachen, frommen Männern Vorstellungen, die mit etwas Fantasie jenen des islamischen Paradieses ähneln. Allerdings schon auf Erden. Im islamischen Paradies gibt es viele schöne Frauen. Auch Alkohol darf man dort trinken. Ja, sogar Homosexualität ist erlaubt. Viele Verbote des Diesseits sind dort aufgehoben. Doch wer versucht, im heutigen Afghanistan auch nur ansatzweise in diesen paradiesischen Zuständen zu leben, der ist zum Scheitern verurteilt. Die reale Welt der afghanischen Männer
hat sich nach den Taliban nicht sehr geändert. Nur weil man sich den Bart abrasiert, hat man kein anderes Bewusstsein. Fragt man einen gläubigen Pashtune nach den Frauen des Propheten, so kann er alle auflisten. Ich kann aber nicht einmal meinen besten Freund nach dem Namen seiner Frau fragen, ohne ihn zutiefst zu beleidigen. Ein Fremder setzt gar sein Leben aufs Spiel. Nach wie vor kann ein Mann in Afghanistan sich eine Frau kaufen. Das hat mit den Taliban nichts zu tun. Das war schon immer so und so schnell wird sich wohl auch nichts daran ändern. Die Mehrheit der Männer, auch unter der Regierung Karzai, lehnt ein westliches Outfit bei Frauen ab. Aber die Frauen nutzen ihrerseits jede Gelegenheit, um sich hübsch zu machen. Nach wie vor verbieten die Männer den Frauen, öffentlich Sport zu treiben. Unter den Taliban wurde die Grausamkeit auf die Spitze getrieben. Frauen wurden im Stadion von Kabul vom Elfmeterpunkt aus erschossen. Ein modernes Leben ist für Frauen nur in Teilen Kabuls möglich. Dort sorgen 10.000 ausländische Soldaten für Sicherheit. Nur in dem modernen Teil der Stadt kann man spüren, dass die Taliban tatsächlich entmachtet sind. Hier können sich Frauen und Männer zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, so wie in meiner Studentenzeit in den 70er Jahren. Afghanistan war schon immer ein Land der Extreme. Der Drang zum modernen Leben führte zum Kommunismus. Das rief die radikalen Moslems auf die Barrikaden. Auch jetzt befürchten viele wieder eine ähnliche Entwicklung. Es stehen sich nicht nur verschiedene Welten, sondern auch unterschiedliche Zeitalter gegenüber. Nach 2 Tagen Fahrt sind wir an unserem Ziel angekommen. Das Dorf Chotorparida, zu Deutsch Kamelsprung, ein typisches pashtunisches Dorf. Keinen Strom, kein Telefon und keinen Handyempfang. Keine Post und keine Transportmittel. Pferde gibt es nur wenige. Alles muss zu Fuß erledigt werden. Die Taliban-Guerillas stiegen nur nachts aus den Bergen in das Dorf hinab, heißt es. Sie nutzten das Dorf als Stützpunkt, wurde uns berichtet. Von hier aus organisierten sie ihre Angriffe. Eigentlich ist jeder bewaffnet.
Doch die Männer verstecken ihre Waffen, vor allem aus Angst vor den US-Truppen. Manche glauben, das Pentagon könne per Satellit jeden Nagel auf dem Boden erkennen. Die Menschen begegnen Fremden immer mit Skepsis. Ausländer kamen ins Land der Pashtunen seit Jahrtausenden meist nur als Invasoren. Alexander der Große war der Erste. Abdul Malik ist der Stammeschef. Er empfängt uns als Gäste. Malik ist für alles Mögliche im Dorf zuständig. Heute muss er zwei verfeindete Taliban-Familien versöhnen. Malik will verhindern, dass der Streit in eine Fehde mit Blutrache ausartet. Er holt die Vertreter der beiden Streitparteien ab. Die Männer treffen sich am Ufer des Flusses. Sie erlauben uns ihre Begegnung allerdings nur aus der Ferne zu beobachten. Die Partei, die sich beleidigt fühlt, verlangt von der anderen eine Frau aus deren Familie, um auf die Blutrache zu verzichten. Malik stimmt ihm zu. So wolle es der Brauch, so wolle es die Sitte, erzählt er uns später. Im Stammesgebiet der Pashtunen war nie eine Regierung präsent. Seit jeher sind es autonome Gebiete. Die Pashtunen haben noch nie Militärdienst geleistet oder Steuern gezahlt. Die Regierung in Kabul unterstützen sie nur, wenn das Land angegriffen wird oder wenn sie den Islam in Gefahr sehen. Ob es um Landkauf geht oder um eine Hochzeit, für alles wird Maliks Unterschrift benötigt. Und er muss sich mit rechtlichen Regeln des Islam und dem pashtunischen Ehrenkodex gut auskennen. Das Dorf kann sich selbst versorgen, aber für moderne Landwirtschaft reicht das Geld einfach nicht. Malik hat verboten, in seinem Dorf Opium anzubauen. Er rät einem Bauern, der gerade ein Stück Land gekauft hat, das ja nicht zu tun. Opium ist unislamisch. Du sollst lieber Weizen und Kartoffeln anpflanzen. Wir wollten eigentlich mit zwei, drei Leuten aus dem Dorf über die Taliban und ihr Verhältnis zu ihnen reden. Überraschenderweise kommen unangemeldet über 20 Taliban. Sie haben erfahren, dass wir keine Amerikaner sind. Irgendwie fühlen sie sich den Deutschen verbunden. Die waren ja einst auch gegen die Briten. Und dann gäbe es ja da wohl noch so etwas wie eine gewisse Rassenverwandtschaft. Immerhin sind die Pashtunen auch Arier, wie man früher sagte, bevor die Nazis die ehemals neutrale Bezeichnung zu einem zentralen Begriff ihres Rassenwahns machten. Doch über all das wissen diese Männer nicht viel. Wir wurden allerdings immer wieder auf diese Verwandtschaft angesprochen. Das ist Kommandant Zahir. Er ist stolz darauf, die meisten Raketen auf Kabul abgeschossen zu haben. Der Steckbrief
höflich gesuchte Kommandant kann in Dörfern wie Kamelsprung ungehindert Unterschlupf finden. Spontan entzündet sich zwischen gemäßigten und radikalen Mitgliedern der Gruppe ein Streitgespräch über Baschtunen und den Rest der Welt. Es ist falsch zu behaupten, dass einer Paschtune ist und ein anderer Usbeke oder Hazara. Sie sind alle unsere Brüder. Alle haben am Heiligen Krieg teilgenommen. Alle sind Moslems. Wir kommen alle aus demselben islamischen Land. Die Hazara von Bamyan haben uns geholfen und uns Waffen gegeben. Es gab auch viele Opfer. Auch die Araber haben während des Krieges auf unserer Seite gekämpft. Aber danach sind sie nach Hause gegangen. Wo sind sie jetzt? Auch sie werden heute Taliban genannt. Wenn heute ein Moslem rebelliert, wird er gleich als Al-Qaida-Anhänger beschimpft. Wieso? Die Araber haben uns im Heiligen Krieg unterstützt. Waren sie damals etwa keine Al-Qaida oder Terroristen? Sie wurden doch mit deutschen, französischen und amerikanischen Pässen über Pakistan nach Afghanistan geschickt. Sie haben ganz legale Pässe aus dem Westen gehabt und arbeiteten in verschiedenen Parteien mit uns. Sie sind für die gleichen islamischen Ziele eingetreten wie wir. Damals nannte keiner sie Terroristen oder Al-Qaida. Die waren weder gut noch schlecht. Die Reisepässe habt ihr, der Westen, ausgestellt. Heute sind sie aber nur noch giftige Schlangen. Doch es wird nicht die ganze Wahrheit gesagt. Denn bis gestern wurden die Taliban von einem Teil der amerikanischen Regierung unterstützt. Wenn heute sich jemand im Namen des Islam erhebt, wird er als Talib oder Al-Qaida abgestempelt. 6 bis 8 amerikanische Minister haben auf die Taliban gesetzt. Stimmt doch. Wir Taliban sind mit amerikanischer Unterstützung und amerikanischer Leitung an die Macht gekommen. Doch dann haben sie die Paschtunen entwaffnet und das war der erste Trick. Als wir Kabul eingenommen haben, war die Regierung Bush damit nicht zufrieden. Denn da haben die Taliban angefangen, den Islam und den Koran zu exportieren. So kann man das Volk nicht täuschen. Die Amerikaner haben die Taliban entmachtet, weil sie ihnen zu selbstständig wurden. Sie streiten dann über die Regierung in Kabul. Egal, wer in Kabul regiert, er darf nicht unislamisch sein. Wenn Ungläubige in Kabul herrschen, werden die Taliban wieder Krieg gegen sie führen. Wir haben nicht umsonst so viele Tote und Verletzte gehabt, sagen sie, damit Leute wie die Kommunisten wieder an die Macht kommen. Solche Versammlungen, kleine wie hier oder größere, an denen mehrere hundert Männer teilnehmen, sind eine uralte paschtunische Tradition. Jedes männliche Dorfmitglied darf an den Sitzungen teilnehmen. Frauen haben in diesen Gesellschaften natürlich nichts zu suchen. Die Versammlungen können mehrere Tage dauern. In Afghanistan arbeiten nicht nur die Taliban, sondern auch viele andere Organisationen im Untergrund, wie die Sholayan, Azad-e-Khwan und die Afghan-Meladian. Sie treten aber auch unter anderen Namen in der Öffentlichkeit auf. Haben Sie verstanden? Auch die Kommunisten arbeiten heute nicht nur im Untergrund. 7 Parteien allein aus dem Iran arbeiten in Afghanistan. Nur 2 davon sind öffentlich bekannt. Die Wahdat-Partei und die Harakat-Partei. Heute sind etwa 20.000 amerikanische Soldaten und 50.000 Mann ausländischer Truppen in Afghanistan. Aber sie können nicht für Sicherheit sorgen. Nur die Taliban haben Afghanistan eine solche Sicherheit gebracht wie zur Zeit des Propheten Mohammed. Was wollt ihr für eine Regierung? Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wir wollen keine Kommunisten. Wir wollen eine islamische Regierung. Das ist unsere Tradition. Wir wollen niemals auf den Islam verzichten. Selbst wenn ich dafür sterben müsste. Ich habe in den letzten 35 Jahren alles verloren, was ich hatte. Und trotzdem werde ich mich nicht vom Islam abwenden. Als die Menschen durch die Kommunisten ihren Glauben verloren und sich dem Geld zuwandten, gab es einen Aufstand. Wenn die Afghanen jetzt durch den Dollar ihren Glauben verlieren, werden wir wieder dagegen kämpfen. Wenn der Islam in Gefahr kommt, werden wir Afghanen uns wieder einig sein im Kampf gegen die Ungläubigen. Diese Trommelmusik und der Tanz sind alte paschtunische Traditionen. Dies war die einzige Musik, die von den Taliban nicht verboten wurde. Hier im Dorf Kamelsprung
ist für mich der alte, unversöhnliche Bruch zwischen Stadt und Land wieder unübersehbar deutlich geworden. Schritte in die richtige Richtung. Die ehemaligen islamischen Guerillas, die Mujahedin, lernen nun bei den Amerikanern den regulären Krieg. Ist das eine Garantie dafür, dass sie gegen ihre muslimischen Brüder, die Taliban, kämpfen? Oder werden sie nicht doch wieder bei der ersten Gelegenheit die Seite wechseln, wie schon so oft? Nach Jahrzehnten Krieg und Chaos wird nun wieder ein Versuch unternommen, in Afghanistan ein gesittetes Staatswesen zu errichten. Und wieder stehen ausländische Mächte dabei, Pate. Der Aufbau einer nationalen Armee soll der erste Schritt sein, dem Staat tatsächlich zu seinem Gewaltmonopol zu verhelfen. Aber wie lautete doch das pashtunische Gleichnis? Ich kämpfe gegen meinen Bruder. Mit meinem Bruder zusammen kämpfe ich gegen unseren Cousin. Mein Bruder, unser Cousin und ich kämpfen gegen die anderen Clans. Ich, mein Bruder, unser Cousin und die anderen Clans kämpfen gegen alle Eindringlinge. So will es der Pashtun Wali, der archaische Ehrenkodex der Pashtunen. Und deshalb wenden sie sich nicht von den Taliban ab. Auch wenn sie nicht in allem mit ihnen übereinstimmen. Es handelt sich eben um Blut von ihrem Blut. Die afghanische Armee auf der Suche nach Taliban-Kämpfern in der Umgebung von Kabul. Die Befehlshaber trauen sich nicht, sie allein, ohne Amerikaner, außerhalb der Städte einzusetzen. Die bis aufs Blut verfeindeten Parteien im Land der wilden Clans haben Sichtkontakt. Während die US-Armee auf einem Berg für den modernen Krieg trainiert, üben 500 Meter weiter auf dem gleichen Berghang die Taliban den Guerillakrieg. Der Ruf nach den Taliban wird wohl so lange ertönen, bis die Afghanen selber in der Lage sind, Frieden und Ordnung zu schaffen. Solange werden auch weiter die Waffen gereinigt für den nächsten Krieg.